Chat, lasst uns ein paar Videos reinziehen, würde ich sagen. Es gibt hier ein paar Dinge, die ich gerne mit euch schauen würde. Und Trimash spielt eine Rolle. Twitch Unlimited, kein Konzept. Kuss geht raus übrigens an Dave Onpoint, den ich habe kennenlernen dürfen. Absoluter Ehrenbruder, let's go. Moin, moin. Ihr könnt immer noch Streamer in die Kommentare schreiben. Bro, was ist das für ein... Die es verdient haben, ein Dankeschön zu bekommen. Ich finde, das Dankeschön hat Monte verdient. Ich finde, Monte sollte 5000 Subgifts erhalten. Kein Konzept, legendär, ne? Twitch und die Kids, das jetzt wollen Lümmel. Und die Kids wollen Lümmel? Hat der gerade gesagt, hat... War das gerade, und die Kids wollen Lümmel? GTA RP, das größte Ding in Amerika überhaupt. Das, was die meisten Klicks gibt, was am allererfolgreichsten auf Twitch ist. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen, weil ich keine Rolle spielen kann. Ich glaube nicht. Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt's eine Premiere. Ihr habt euch seit Jahren GTA und GTA RP Roleplay gewünscht. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen. I'm a bad liar. Für die Klicks. Für die Klicks. Oh Gott. No, right there, right there. Was machst du da? Der ist ein Late. Lass mich doch einmal Ruhe. Jetzt gucken wir 40 plus, Leute. Okay, passt ja. Du elender Hu. Der Bro ist knocked. Kurz. Oh Mann. Ey, diese armen Leute, die bei ihm im Haus rumlaufen. Da muss doch durchgehen nach Fehlfutter und Scheiße stinken. No joke. Woher kommst du? Deswegen, ich komme aus Amberg und wir haben uns auch schon mal gesehen. Weißt du noch, als du in Tschechien warst? Die drei Mädels. Slasher, Kuss geht raus. Du bist mit Knossi da gewesen. Ach so. Und wir sind spontan vorbeigefahren und dann durften wir mit zu euch hoch. Wiederschauen und rein ja. Der Caller und der Junge waren immer Legend. Escort Kontakte und oh nein. Oh nein, Chef Strobel, oh nein. Der Bro ist Single und gönnt sich erstmal. Oh nein, Chef Strobel, bitte nicht. Ey, Chef Strobel, nein. Chef Strobel, nein. Du bist zwar übertrieben hässlich, aber bei Gott wird dir irgendeine Frau auf Instagram geschrieben haben, dass du nicht bezahlen musst. Bro. Ich musste jemanden hinterher, der irgendwie nicht bezahlt hatte und auch sich nicht umgezogen hatte. Oh nein, alles gut bei dir. Gehst dir gut, gehst dir besser. Gieß die Bisse, du Ken! Gieß die Bisse, du Hundesohn, du! Ich sag dir ehrlich, wenn ich ein Kind kriege, dann will ich auch 100% da reinstecken. Sehr Was? Schwieriges Thema. Wieso ist dein Gesicht so kacke? Mein Gesicht ist nicht so! Doch. Wieso ist das so kacke? Was 1:1? Die Zähne? Da sag ich ja. Die Zahnfarbe? Klar, da ist sie. Die Zahnfarbe? Das ist einfach Knossi. Guck hin, mach mich nebendran. Die Zähne. In dem Paket sind zwei Bücher von... Ich hasse Knossi, chill, Bro. Merkel und dir. Ah, nee, von Marcel und dir. Da steht doch Merkel. Ja, doch, ist von Merkel. Merkel mit C. Also jetzt muss ich ja mal dazu sagen, natürlich das Einzige, was jetzt hier ein wenig sagt... Oh, no, I hope I don't Wie andere Streamer auf Spenden reagieren. Danke für ein Bit. Danke. Danke für den Support. Wer süß, Monte. 500 Euro Donation. Kuss, Digga. Entspannend. Wenn ihr ein Date habt, eine nice Chick einladet oder auch als Mädel einen nice Boy einladet oder auch als Boy einen nice Boy einladet oder auch als Mädel ein nice Mädel einladet, wie auch immer, dann geht ihr her und kocht einfach mit der Person was zum Essen, weil... Ich schwöre dir, erstes Date kochen ist eine so dumme Idee. Bei Gott, du lädst eine fremde Person in deine Wohnung ein und du bist umgeben von Messern und du bist alleine mit der Person. Wer sagt, dass wenn ich zu dieser Person gehe, dass die mich nicht umbringt? Wer sagt das? Und deshalb, wenn ich auf einem Kochdate bin, habe ich immer ein eigenes Messer dabei zum Verteidigen, wenn was ist. Und deshalb laufe ich immer mit einem Messer rum beim Date. Das ist doch ganz klar. Natürlich, ist doch klar. Weil die Gesprächsthemen gehen einem nicht aus, weil du weißt nicht, was du sagen sollst. Du sagst, reich mir mal bitte das Salz, reich mir mal bitte das Pfeffer. Ihr könnt immer was sagen, ihr habt immer Gesprächsthemen und ihr habt eine Tätigkeit, die wirklich sehr intim ist, ja? Genau. Oder wie mein bester Freund gestern gesagt hat, du, wenn du später noch Besuch bekommst von einem Girl, geh doch einfach direkt mit der duschen. Und wir alle nur so... Was? Zum Beispiel, dann steht das Mädel am Herd und ich laufe dran vorbei. Huch! Aus Versehen über
Nein. Nick, nein. Nein. Und es ist einfach eine super Sache, da könnt ihr euch super annähern. Guck mal, ich hab gebremst, wurde trotzdem abgebremst. Ah. Gar keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe, ist egal. Braucht sie einen guten Körper? Oha, Bro, was ist das für ein heftiges Setup? Bestes. Ja. Ja. Vom Berg. Oh mein Gott. Der ist wirklich eins von Knockout. Chat, wollt ihr die Uhr noch sehen? Also, das ist jetzt nicht auf frech oder so gemeint, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt Uhren und Düfte skippen und zu der Schwester vom Markt vorgehen. Sascha? Hey Sascha, könntest du bitte den Fussel auf deiner linken Schulter entfernen? Im triggert und falls du jetzt gecheckt hast, ob da einer ist, geh weiter. Ah, Achtung, Mann. Wenn du mit flackernden Lichtern nicht klarkommst, schau den Clip nicht. Ich komme nicht klar, oder? Wieso haben alle schon das AMA Studio Hemd, nur ich nicht? Trimax, du Bastard! Entschuldigung. Boah, Kreis, jetzt hast du da rein. Ey, oh, Mann! Beide! Look at Randy Orton slithering. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out! Wir feiern Junggesellenabschied. Der könnt ihr alle bumsen, das merkt man sofort. Ich werde nach diesem Stream, werde ich mich ordentlich anziehen, genau wie er, und ich werde auf die Straße gehen und die Frauen einfach nur angucken, ohne irgendwas zu sagen. Und es wird genau auf dasselbe hinauslaufen. Die sympathisieren ja alle mit ihnen, obwohl er alle böse anguckt. Zwei Minuten später auf Tanzverbot mit Pfefferspray im Auge. Genau so werde ich es machen. Er ist auch nicht hässlich. Oh. Wieder mal kein... Die Kids stecken... Hä? Hast du viel Arbeit in die... Wieder mal kein... Ja, komm. Brauchst du... Brauchst du jetzt gar nicht ins Video schneiden, ich bin nicht drauf reingefallen, ich hab mich nur gewundert, das zählt nicht. Als ob du auf einen. Ey, Dave, what the fuck? Ich geb dir VIP, Dave. Ich hab dich jetzt kennengelernt, du hast es verdient. On. Hast du dir verdient. Video, was? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Kommt da noch was am Ende? Abonnier kein. Wir wollten ja The Last of Us 1 und 2 spielen. Ich bin Gigant!